Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims, die Inselgeschichten. Wir waren letztes Mal hier stehen, wir müssen immer noch warten, bis der alte Professor uns findet. Und ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht, wenn er uns hier nicht findet, sollten wir vielleicht rüber. Oh, sag mal, die ist ja schon wieder da, Mensch. Sollten wir vielleicht hier. Nein, Moment. Sollten wir vielleicht zurückgehen, weil der wollte uns ja bei unserem Floß finden. Bevor wir jetzt da Ewigkeiten bei unserem Haus warten, obwohl es da schon besser wäre. Aber wir können ja auch hier am Strand fischen gehen. Das macht überhaupt gar nichts. Okay. Ah ja, da ist er ja schon. Sehr schön. Er redet bestimmt auch mit uns. Unglaublich. Da warst du aber fleißig. Ein exzellenter Anfang, meine Liebe. Danke, Professor. Als nächstes brauche ich ein Segel. Aber ich habe keine Ahnung, woraus ich das machen könnte. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit. Lass mich ein wenig nachdenken. Danke, Professor. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Es sieht so aus, als wäre der auch mal irgendwann gestrandet worden. Dann ist er einfach nur hier geblieben. Aber bitte, das war doch selbstverständlich. Und du darfst ruhig Wilhelm zu mir sagen, wenn du möchtest. Hey, hast du Hunger? Komm doch mit in meine Hütte drüben bei der Lagune. Das hört sich wunderbar an. Hier lang, Wilhelm. Okay. Dann können wir bestimmt auch hier draufklicken. Da hoffe ich mal, dass er nicht verloren geht. Und dann kann er sich bei uns was zu essen machen, weil wir da einen Grill haben. Oder wir können sogar was zu essen machen. Wir können ja jetzt Fisch machen, weil wir den ebenfalls haben. Huch. Ist er jetzt verloren gegangen? Nein, er ist gekommen. Sehr schön. Oh Gott. Sieh mal, Jörn, da ist die Neue. Hallo? Was macht die in meinem Zuhause? Und es ist sehr schön, nicht wahr, Jörn? Oh ja, Sandra, viel schöner als unser Strand. Gut gemacht, neue Sim. Du hast einiges auf die Beine gestellt. Ja, dieser Ort ist einzigartig. Ich finde es toll hier. Vielleicht gehe ich nie wieder weg. Und dein Bett ist tausendmal gemütlicher als der Boden. Womit habe ich das bloß verdient? Oh, wir werden jetzt. Vorsicht, vielleicht brauchen wir noch ihre Hilfe. Immer höflich bleiben. Aber es wäre wohl besser, ihnen nichts von dem Fluch zu verraten. Entschuldigung, das war ein langer Tag. Ich wollte eigentlich fragen, ob jemand Hunger hat. Wir sitzen alle im selben Boot und jeder verdient eine zweite Chance, aber nur eine. Okay. Essen servieren. Gut, das können wir gerne machen. Die sind nur am Flirten. Okay, Mittagessen servieren. Wels-Suppe. Oh, das ist ein sehr großer Topf. Das wird hoffentlich für alle reichen. Oh ja. Das reicht wirklich. Oh, die nehmen sich da einfach jetzt einen Teller raus. Ich glaube, wir haben hier gar nicht genug Sachen zum Sitzen für alle. Das macht ihnen aber gar nichts. Oh, schon leer. Die essen einfach trotzdem. Ihhh. Die furzt da einfach. Okay. Oh Gott, der arme Mann. Der arme Mann. Okay, abspülen. Jetzt müssen wir erstmal aufräumen hier. Die wissen ja überhaupt gar nichts, oder was? Ich wende mir weiter die Inselruinen an. Ich werde mir weiter die Inselruinen ansehen. Ich bin bald wieder da. Ich hoffe nur, dass Wayata sich nicht zu sehr mit den anderen Gestrandeten anfreundet. Genau, wir die nicht wirklich mögen. Überlebende kennenlernen. Gut, wir müssen aber erstmal aufräumen, Mensch. Abspülen, abspülen, aufräumen, aufräumen. Alles weg. Vergiss nicht noch die zwei hier. Liebe Jessica, Dankeschön. Oh, wir sollten vielleicht jetzt erstmal Hände waschen. Wie immer. Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, säubern, Hände waschen. Okay, wir müssen jetzt die anderen kennenlernen. Jeder verdient eine zweite Chance. Ich sollte versuchen, die anderen besser kennenzulernen. Okay. Reden, plaudern.
Wenn ich zu Hause bin, werde ich das längste, heißeste Bad nehmen, das die Welt je erlebt hat. Wie sieht eigentlich der aktuelle Rekord aus? Ja, gute Frage, keine Ahnung. Vielleicht, okay, mit der können wir nicht mehr reden. Reden wir mal mit ihm hier. Reden, plaudern. Also die mögen einander sehr. Mädel, du hast in meinem... Du musst in meinem Finger ziehen. Ehrlich, Mädel, zieh mal. Okay, plaudern. Hast du mit Robbie gesprochen? Der ist doch ein bisschen hysterisch, nicht wahr? Hat er was über mich gesagt? Nein, absolut gar nichts. Reden, plaudern. Nein, geh nicht weg, ich möchte mit dir reden. Man könnte ein Vermögen mit dieser Insel machen, wenn man ein paar Hotels bauen würde. Aber dafür braucht man Geld. Viel Geld. Okay. Wäre es nicht erstmal wichtiger, hier wegzukommen? Dann reden wir mal mit ihr. Ich hoffe, mein Mann kümmert sich gut um meinen Garten. Ich habe keine Lust, im Dschungel zu entfliehen und zu Hause einen neuen vorzufinden. Okay. Die scheinen interessant zu sein. Notiz an mich, meine Freunde zu Hause nie wieder als selbstverständlich erachten. Genau, die kann man sich nämlich... Naja, Freunde kann man sich aussuchen, nur Arbeitskollegen oder sowas hier nicht. Eine erstklassige Mahlzeit, Jessica. Vielen Dank. Nichts zu danken, Professor. Mir ist eingefallen, dass das Eloni-Volk von der Nachbarinsel große Matten aus Grasbüscheln herstellt. Das ist eine großartige Idee. Ich werde das Segel weben. Vielleicht, es gibt da eine weite Ebene, auf der hohes Gras wächst. Die Aasfraßfelder. Gehe einfach an der Kreuzung vorbei, dort, wo wir den Mast gefunden haben. Das könnte funktionieren, danke. Ich helfe doch gerne. Okay. Ich gehe mal aufs Klo jetzt. Ich würde alles dafür geben, von dieser Insel und vor allem von Björn und seiner Crew wegzukommen. Der Professor ist natürlich toll, aber die anderen, oh je. Garantiert, oh je. Okay, Aasfresserpferde besuchen. Ach, guck mal. Die Kreuzung, da ist sie ja. Dann können wir jetzt zur Kreuzung gehen und die Aasfresserfelder besuchen. Okay. Ach, vielleicht zeigt er uns ja den Weg. Ah ja, das macht er sogar. Sehr schön, erkunden. Aasfresserfelder. Sehr schön. Okay. Aha. Oh, Kamera, okay. Das meiste davon ist wohl schon geerntet worden. Zum Glück brauche ich nicht viel Gras für meine Zwecke. Alles klar. Oh, hier sieht's cool aus. Oh, was sind das für Dinge? Singende Steine spielen. Wow, das klingt interessant, aber... Sitzen und spielen. Okay, deswegen sind wir nicht hier. Wir sind hier deswegen hier. Und da können wir gar nicht mal durch jetzt. Oh, das brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen. Da brauchen wir all das Gras, das wir kriegen. Wünsche. Singende Steine spielen. Gut. Oh Gott. Oh oh. Die wird gejagt. Das kleine Mädchen braucht meine Hilfe. Vielleicht? Mädchen retten. Verjagen. Nein. Knochen werfen. Okay. Ah, ja. Jetzt kann sie ja runterkommen. Danke, Fremde. Ich bin Nanini, die Tochter des Häuptlings. Hallo, ich heiße Jessica und bin die Tochter des SimCity Revolution. Bitte komm mit in unser Dorf. Normalerweise sind Fremde nicht willkommen, aber ich bin mir sicher, dass Vater dir danken möchte.
Was für ein süßes kleines Mädchen. Ich kann's kaum erwarten, den Rest ihrer Familie kennenzulernen. Oh, das bedeutet jetzt, dass wir mit ihr mitgehen können. Oh, erkunden. Oh, wir sind müde, habe ich gerade gemerkt. Macht nichts, wir erkunden trotzdem. Vielleicht haben die ja da ein Bett, da, wo ich da schlafen kann. Auch wenn es auf dem Boden ist, können wir ja trotzdem schlafen. Okay. Oh, es heißt Markt. Gut, dann sehen wir mal, was in diesem Markt ist. Und, okay. Uns ist ein bisschen kalt. Kapitel 11, ein soziales Netzwerk. Oh, guck mal. Oh Gott, verprügelt er uns wieder. Nee, der will nur plaudern. Sei gegrüßt, ich bin Raro, die persönliche Leibwache des Häuptlings. Oh, bum bum tz, bum bum tz, hat er gerade gesagt. Die persönliche Leibwache des Häuptlings, die Kunde von deinen großen Taten hat sich schnell herumgesprochen. Nanini ist ein neugieriges und ungezogenes Kind. Immerzu schleicht sie sich in den Dschungel und sucht neue Abenteuer. Das ist sieht aus wie unser Haus. Das einzig wahre Abenteuer des Lebens ist es, das wilde Tier in uns selber zu bezähmen. Es liegt in der Natur der Dinge, zu finden, zu erhalten und Nutzen daraus zu ziehen. Nur so können wir wachsen und überleben. Es ist eine Lebensaufgabe, das Leben der anderen und den Stamm über das eigene zu stellen. Ich sehe, dass du den richtigen Weg beschritten hast. Du hast heute große Fortschritte in der Erfüllung deiner Lebensaufgabe gemacht, Fremde. Mutige und selbstlose Taten müssen belohnt werden, selbst wenn sie von einer Fremden vollbracht werden. Du musst wissen, dass der Häuptling schon seit langer Zeit keinen Fremden mehr in unser Dorf gelassen hat. Seit sehr, sehr langer Zeit. Okay. Wie es unser Brauch ist, würden einige Dorfbewohner dich gerne kennenlernen und belohnen. Hier sind sie. Wir sind super müde. Super, super müde. Das ist zweifellos der beste Urlaub, den ich je hatte. Ja, ja, ich weiß, du bist müde. Puh. Gucken wir mal rum. Oh, wow. Benutzen. Sag mal, das sieht total toll aus hier. Das Dorf, das die hier haben. Das sieht wirklich cool aus. Die haben sogar einen Chefkoch. Oh, sogar ein Gym. Oh, das muss man reparieren. Das kann man gar nicht benutzen. Oh, das ist ein anderer Orang-Utan. Der lebt vielleicht hier. Bevor wir das jetzt machen, müssen wir erstmal zurückgehen, Mensch. Wir sind total müde. Wir können gar nicht mit denen interagieren. Nicht mal, wenn wir das wollten. Das wird dann aber ganz, ganz schnell gehen, hoffe ich. Ich hoffe, sie muss dann nicht arbeiten. Aber wahrscheinlich muss sie arbeiten. Gut, müssen wir schauen. Dann geht's jetzt auf jeden Fall zurück. Oh, zurück. Okay. Ja, ich weiß, du bist müde. Hoffen wir mal, dass diese netten anderen Inselbewohner hier nicht sind. Sehr schön schlafen im Schlafanzug. Wir sind nämlich ein bisschen kalt, ein bisschen kühl, nur ein ganz kleines bisschen. Okay, sobald wir fertig sind, Hände waschen und Hände waschen. Das sollte es dann erledigt haben. Also, jetzt die Hygiene. Immer schön weiterschlafen und schwupps. Okay, dann können wir jetzt zurückgehen. Wo war das denn? Friedhof der Knochen, die Kreuzung. Ah ja, hier. Markt. Markt heißt vielleicht gar nicht, dass die hier da leben, sondern dass es nur so ein Markt ist, wo die hingehen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mit den anderen Sims, also mit diesen einheimischen Sims, sprechen. Wir müssen bestimmt die Anzeige komplett auffüllen, denke ich mir jetzt einfach mal. Also die Anzeige. Okay, wo ist der jetzt? Ah ja, da ist er ja. Hallo! Reden, plaudern. Dorfbewohner kennenlernen. Ja, das sieht aus, als würden die da nur shoppen gehen. Okay, vielleicht mal die Alltagskleidung tragen. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Okay, reden, plaudern. Dann warte jetzt mal auf mich. Hallo, reden, plaudern. Ah ja.
Oh oh, der mag uns, glaube ich, gar nicht. Der ist auch ein bisschen fett. Nur so ein kleines bisschen. Oh, jetzt haben wir schon mal einen grünen Punkt. Okay. Okay. Bewundern vielleicht geht auch noch. Okay, spielen, kitzeln. Oh, das mag er nicht. Okay, unterhalten, Witz erzählen. Geschenk bekommen. Geschenk bekommen. Ich bin Imobi. Willkommen in unserem Dorf, Jessica. Hier, ich habe ein Geschenk für dich. Dankeschön. Wow, 100 Ressourcen. Ich habe den Vulkan um einen Partner für die Jagd gebeten und nun bist du auch gebraucht. Das ist ein gutes Omen. Oh, okay. Ich kann einfach alles finden. Spuren lesen ist eine meiner leichtesten Übungen. Deine Spuren erzählen mir eine Liebesgeschichte. Oh, oh. Ich kann dir helfen, die Liebe deines Lebens zu finden, aber erst muss ich ein paar Dinge reparieren, die kaputt gegangen sind. Leider bin ich kein sehr guter Handwerker. Oh, das müssen bestimmt wir jetzt machen. Gut. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir zusammen Sachen reparieren. Wuhu. Und ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, falls ihr das auch noch nicht habt. Und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, was euer Lieblingstag in der Woche ist. Und ja, bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss.